Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ja, wir wechseln das Hotel. Warum, weshalb, wieso, berichten wir euch später und erzählen mal genauer, was wir hier so die letzten Tage mitgemacht haben in dem Hotel. Um Gottes Willen, das ist keine endschlechte Anlage oder so. Die Anlage ist wunderschön, aber es gibt halt viele Faktoren und Punkte, die uns halt wirklich hier stören und wo wir sagen, das ist einfach für Kind und für Babys nicht wirklich gemacht und auch für uns, ja, man hat einfach zu viel Geld dafür bezahlt, für das, was man hier bekommt, einfach zu viel Geld bezahlt, ja. Aber dazu, wie gesagt, später, Pro und Contra, ich wollte eh ein Update machen über das Hotel hier für euch. Da hatte ich ja eine Umfrage gemacht bei Instagram und ihr habt alle gesagt, ich soll euch da ein Update geben und Infos zu dem Hotel. Das machen wir auch, aber später. Wir sind jetzt nämlich am Koffer packen und hier, ja, totaler Stress, weil wir dann von hier mit dem Taxi ins andere Hotel fahren. Radisson Blue haben wir heute spontan gebucht. Wir sind gespannt. Online sah es sehr, sehr gut aus. Aber auch dazu später mehr. Wir packen jetzt erstmal unsere Koffer. Also ich frage mich, wie wir vorher alles in die Koffer bekommen haben. Irgendwie weiß ich nicht mehr, wohin mit allem. Und hier haben wir auch noch so viel Zeug. Hier haben wir noch so viel Zeug. Hier ist noch Wäsche drin. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich nur noch irgendwie die Koffer zukriegen. Ja, bei uns ist es heute übrigens sehr, sehr windig draußen. Heute sind nur 19 Grad. Aber also in der Sonne ist es mega heiß und im Wind mega kalt. Hier ist jetzt alles leer. Eieiei, ey. So, gesagt, getan. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt, holen jetzt alle Koffer und warten draußen auf unser Taxi. Und dann geht es für uns in das neue Hotel. Und wir hoffen, da erwartet uns gutes Essen, freundlicher Service. Ja, später mehr dazu. So, vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Wir haben so viel Gepäck. Also wir haben festgestellt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Handgepäckkoffer holen. Sonst kriegen wir das alles nicht nach Hause. Nee, Handgepäck reicht, Baby. Ja, da hab ich, guck mal, was ich in dem kleinen Koffer da drin habe, ist komplett nur Bens Sachen. Ich will trotzdem gleich einen großen holen, weil jetzt haben wir eh. Sind wir einen großen oder einen kleinen? Nee, aber Handgepäck kostet nur 8 Euro. Und der große kostet 52. Ach so. Ja, schon ein Unterschied. Waren die alle auf dem Taxi? Hallo? Hi, mein Süßer. Oh, guck, nicht so traurig, mein Schatz. Auf dem Weg ins neue Hotel, übrigens direkt am Meer. Schaut euch das an. Ja, und hier ist dann auch gleich schon unser Hotel. Radisson Blue haben wir jetzt gebucht. Mal sehen, da hinten könnt ihr das sehen. Da ist unser Hotel. Angekommen in einem neuen Hotel. Wir sind gerade noch schnell in der Poolbar. Nein, du bekommst die Kamera nicht. Mensch. Er möchte immer die Kamera halten. Aber er lässt sie dann fallen und die ist sehr teuer, Spatz, und deswegen geht es nicht. Wir essen gerade Eis und warten darauf, dass die Zimmer fertig sind. Also das Zimmer fertig ist. Ein Zimmer haben wir natürlich nur.
Und da wird nochmal schnell rüber gewischt. Und ich zeige euch mal, wo wir hier sind, weil wir sind direkt am Meer. Schaut euch das mal an, direkt am Meer. Richtig, richtig, richtig schön. Oh, herrlich, oder? Anders schön. Einfach anders schön. Und da ist die Poolbar, wo wir gerade drin sind. Und auf unsere Zimmer warten. Ja, unsere Zimmer zeige ich euch natürlich, sobald sie fertig sind. Und der Ben erstmal Mittagsschlaf gemacht hat. Der ist nämlich todesmüde. Und dann werde ich euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen erzählen, warum, weshalb, wieso wir nun gewechselt haben und uns so entschieden haben. Mama wieder da. Hi. Schokomund. Hast du einen Schokomund? Schokomund? Jetzt geht's auf unser Zimmer. Ben ist schon ganz müde. Ben ist ganz doll müde, war Sputzi. Ja. Zeigen wir erstmal unseren richtig coolen Fahrstuhl. Hier ist es umgedreht. In der 11. Etage ist die Rezeption. Und unten befinden sich alle Zimmer bis oben. Das ist der Ausblick. Umso höher wir gleich kommen, umso mehr seht ihr das Meer. Ist schon geil, ne? Ist echt cool gemacht, ne? Aber wir sind ja nur in der 4. Wir sind nur in der 4. Etage. Da ist das Meer. Richtig, richtig schön. Das ist die Poolanlage. Oh, erstmal rauskommen. Kinderpool gibt es hier auch. Huch! No. Wieder zugegangen, die Tür. War abgelenkt mit meiner Kamera. Hallo, Kuckuck! Ben ist ganz doll müde. Zack. Na denn, schauen wir mal unser neues Hotelzimmer an. Schön, man kommt rein, hat hier direkt die Küche. Wir haben hier im Übrigen nur noch Halbpension, aber ist vollkommen in Ordnung. Wir können ja hier auch was kochen oder wir gehen unten an der Poolbar gegen Bezahlung essen. Esstisch. Natürlich. Gleiche Spielzeuge von Mama. Oh, und der Herd ist natürlich unten, das ist nicht so clever. So. Hier ist eigentlich noch ein Durchgangszimmer, was jetzt aber zu ist, weil das vermietet ist. Schreibtisch. Fernseher. Wohnzimmerecke. Sehr schön gemacht. Das ist unser Ausblick. Jetzt. Oh Gott, schwer. Das ist unser Ausblick. Echt schön. Da ist das Schlafzimmer. So. Na prima. Ben wahrscheinlich den ganzen Tag nur vor dem Herd. Aber der ist ja aus. Kindersicherung? Prima. So, Schlafzimmer. Kleiderschrank. Babybett. Babybett. Ei. Ui. Ui, ui, ui. Tja, das ist das kleinste Babybett, was ich bisher hatte. Das Badezimmer. Zack. Mini-Toilette. Ja, das Bad. Hi. Das Bad ist jetzt mit Arschspülung, geil. Arschspülung. Riesendusche. No. Big Dusche. Ich flipp aus hier. So, Ben, wolltest du erstmal Mittagsschlaf jetzt machen, ne? Ja, direkt ein Buch mit, was man alles machen kann. Schön. Ja, ist schon ein anderer Service hier. Und ich werde wahnsinnig Original Pringles. Oh, oh, oh. Oh, ey, geil. Nicht schlecht.
So, Ben, ab in die Falle erstmal für dich. Wow. Können wir, ey, die Wäsche machen? Ja, also wunderschön. Allerdings, also auch in die Rezeption, die Empfangshalle. Wirklich, sieht richtig, richtig top aus. Und wir sind auch reingekommen und haben gedacht, wow, wie schön. Aber wir hatten uns am Anfang schon gewundert, weil wir eigentlich online TUI Kids Club gebucht haben und das Hotel gar nicht TUI Kids Club hieß, sondern einfach nur Mas Palomas Princess. Und da haben wir schon gedacht, okay, weil ich war ja schon öfter in TUI-Anlagen. Normalerweise steht auch immer TUI Club oder was halt auch immer. Und dort war es halt nicht so der Fall. Ja gut, aber ist ja wurscht, wenn die Anlage sonst top ist, dann habe ich ja da auch nichts dagegen. Aber wir waren halt schon verwundert. Dann war es so, dass wir in ein Zimmer gekommen sind, am Anfang ja schon, wo wir total erschrocken waren. Es war mega düster, die Türen waren kaputt, es war alt, es war wirklich richtig, richtig alt und heruntergekommen. Und überhaupt nicht so wie in der Beschreibung. Ich meine, das ist vollkommen okay, wenn man das in den Bildern sieht online und man weiß, dass die Zimmer älter sind, dann weiß man auch, worauf man sich einlässt. Aber wir haben halt total neu renovierte Zimmer eigentlich gebucht, so stand es auch da, neu renoviert. Ja, es war mir aber klar, dass es kein neu renoviertes Zimmer ist, also haben wir das schon getauscht, haben dafür aber nochmal ein Upgrade bezahlen müssen, also auch da schon, und sind dann auch nochmal 300 Euro losgeworden, hatten dann aber dafür ein Zimmer, was wirklich tippitoppi war, das habt ihr ja auch gesehen, mit einer riesen Terrasse und wunderschöner Ausblick, also war wirklich sehr, sehr schönes Zimmer, auch von der Aufteilung. Ja, dann geht's weiter zum nächsten Punkt, Essen. Wir haben ja All-Inclusive gebucht, mussten aber für Wasser bezahlen, für sämtliche Getränke eigentlich trotzdem Geld bezahlen. Es war nur Fanta, Sprite und Cola All-Inclusive und ein Sekt, wo ich auch dachte, man bezahlt eine Menge Geld und man gibt extra auch Geld für All-Inclusive auf und dann aus und dann bekommt man nicht mal wirklich was dafür, und das hat uns auch geärgert. Und das Essen, was es dort gab, war auch nicht lecker. Es war halt Massenabfertigung. Klar, es ist eine riesengroße Anlage, aber das Essen hat auch überhaupt nicht geschmeckt. Erstmal war die Auswahl sehr, sehr gering. 0,0 kinderfreundlich. Ich kann ja meinem Kind nicht jeden Tag Pommes geben. Also, und wir haben uns da echt schwer getan. Es gab keinen Kartoffelbrei, es gab ganz selten nur Kartoffeln, nur irgendeinen scharfen Gemüsereis jeden Tag, Pommes, Pizza, Pasta. Das war's. Also Ben hat sich ausschließlich von Pasta und Pommes ernährt und morgens von Porridge und Rührei, und das war's eigentlich. Also es gab keine großartige Auswahl, und das, was wir gegessen haben, war auch nicht sonderlich lecker. Das war somit der größte Punkt, wo wir auch drüber enttäuscht waren. Auch, dass man halt für das Geld, was man bezahlt hat, nicht wirklich was Vernünftiges bekommen hat. Und nicht mal Wasser all-inclusive war, nur aus so einem, ja, Hahn. Und es hat nach Chlor geschmeckt. Das war geklortes Wasser. Also, und das ist ja, weiß man ja, wenn man nach Spanien fliegt oder auch sonst wohin, soll man auf gar keinen Fall das Leitungswasser trinken. Und zu guter Letzt kommt noch dazu, dass der Service einfach nicht stimmte dort. Es gab wirklich zwei, drei, die super, super freundlich waren, immer gelacht haben, mit dem Kind geschäkert haben. So wie man sich das halt wünscht einfach, wenn man in den Urlaub fliegt. Und die meisten waren einfach nur leider unfreundlich, haben nicht auf dich reagiert, haben dich ignoriert und kaum eine Englisch gesprochen. Also du wurdest auch gar nicht verstanden dort in dem Hotel. Das war halt alles insgesamt, hat uns das sehr geärgert. Ja, und manchmal reicht es dann halt nicht, dass die Anlage wunderschön aussieht, sondern da gehört einfach zu einem schönen Urlaub noch viel, viel mehr dazu. Und deswegen sind wir jetzt hier gelandet und haben gesagt, ganz ehrlich, jetzt ist auch egal, dann zahlen wir halt noch mal ein bisschen was oben drauf. Das war echt in Ordnung jetzt. Und buchen ganz, ganz spontan um in ein anderes Hotel. Und haben jetzt für die letzten drei Nächte uns das Radisson Blue hier gegönnt. Das ist bis jetzt wunderschön. Ein Feedback kann ich euch gerne dazu auch noch mal später geben. Aber die Anlage sieht tippitoppi aus. Klar, es ist ein bisschen was anderes von der Poolanlage hier. Aber mega schön. Also es reicht. Und du bist direkt am Meer. Der Wind weht hier, wir sitzen oben auf der Terrasse. Wir hatten die Möglichkeit, auch ein Zimmer zu nehmen mit Jacuzzi, aber das wäre dann Doppelroom gewesen und kein Extrazimmer für Ben. Und Ben ist ja immer, der hört ja jeden Pups, und dann können wir abends uns nicht mal den Fernseher einschalten. Dann wird er wach, und deswegen haben wir oben das Familienzimmer genommen, dafür ohne Jacuzzi, aber auch egal jetzt. Es gibt unten einen Spa-Bereich. Ja, Spa, Massagen. Wir konnten nicht mal, achso, das kommt auch noch dazu. Bei dem anderen Hotel stand auch online Spa-Bereich. Dabei war der Spa-Bereich noch gar nicht fertig umgebaut. Also
Die haben halt neu renoviert, die Zimmer teilweise nur neu renoviert und der Spa-Bereich war noch gar nicht renoviert. Also auch das konnte man nicht nutzen, obwohl es online anders dastand. Ja, und jetzt sind wir sehr zufrieden, dass wir hier die letzten 3 Nächte im Radisson Blu verbringen dürfen. Und wir haben da eine Volleyball-Ecke, eine Tennis-Ecke, das Meer vor der Nase, was will man mehr. Gut, ihr Süßen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag bis zum nächsten Mal.